Jo Leute, willkommen zurück zu Spider-Man in der Remastered-Version auf der PlayStation 5. Ja, beim letzten Mal hatten wir ja Einführung in die Nebenaktivitäten, haben hier den neuen Anzug bekommen, den man auch noch gleich richtig zu Gesicht bekommt. Erstmal kurz auf Dach. So. Wirklich sehr geiler Anzug. Jo, und jetzt, Freunde, wollen wir erstmal hier. Ernster Autounfall da unten. Sieht schlimm aus. Das machen. Und dann geht's auf zur Hauptmission. Ich stecke fest. Nur noch ein bisschen. Warten Sie! So. Alle in Sicherheit. Feuerwehr und Rettungsdienst machen ihre Arbeit. Nice. Ja, hier ist auch ein Rucksack, den wir auch ganz kurz mal mitnehmen können. Mal gucken, was wir da haben. Da oben ist er. Apartmentbewerbung. Als MJ und ich uns um den Mietvertrag beworben haben, dachte ich, wir ziehen zusammen ein. Stattdessen haben wir uns getrennt. Ich bin manchmal echt blind. Tja, ja, ja. So, auf geht's zum Fiestasyl. An alle Einheiten, bewaffneter Raubüberfall. Officer bei Gramercy, bitte nee. Melden. Da kümmere ich mich jetzt nicht drum. Auf geht's zur Story. So, wo ist meine Tasche? Lokale Einheiten kommen. Ein Einbruch wurde gemeldet. Mr. Lee ist vielleicht in der Küche, alles für die Party vorbereiten. Sprich mit Martin Lee. Dann wollen wir mal. Hey, Peter. Hey. Hey, Leute, wie läuft das Spiel? Wonach sieht's denn aus? Ich gewinne. Er leidet unter Gedächtnisschwund, Pete. Ich schlage ihn. Na, das Wichtigste dabei ist doch der Spaß. Mir macht es Riesenspaß, ihn platt zu machen. Das träumst du, Lady. Spielst du mit Pete? Nur Kleckerbeträge. Oh nein, das wird mir zu teuer. Mach dir mal weiter. Hey, Peter. Was geht? Schau, nur mal vorbei. Da ist er ja schon. Martin Lee. Hey, Martin. Sorry, ich bin zu spät. Du kommst genau richtig. Lenk sie einfach ab, während wir alles fertig machen. Alles klar. Hey, meine Lieblingstante. Peter, so eine Überraschung. Kann ich helfen? Ja klar. Oh, da sind ein paar Kisten. Nein, nein, nein. Ich meine, noch nicht. Ich meine, ich wollte, ich wollte mit dir reden. Okay. Okay. Peter? Hast du Probleme? Brauchst du Geld? Nein, ich meine, ein kleiner Mietrückstand, aber... Nein, 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 mir geht's gut, wirklich. Probleme mit Frauen, hä? Huh? Was? Nein, nicht noch. Ich wünschte, du und MJ würdet euch versöhnen. Sie ist wundervoll. Ist sie, aber... Ihr würdet so hübsche Babys... Wow! Peter. Was ist los? Komm schon, raus damit. Die letzten Jahre. Du hast mir durchs College geholfen und arbeitest hier. Du gibst immer so viel und bittest nie um was.
Ich wünschte einfach, es gäbe mehr Menschen wie dich. Er hat recht. Vor 5 Jahren hast du mir gesagt, dass dich meine Mission, anderen zu helfen, inspiriert. Und jetzt inspirierst du mich. Danke, May, für alles. Und auf viele weitere Jahre. Danke nochmal für die ganze Mühe. Oh, ich wünschte, ich könnte mehr tun. May sagt immer, wenn du einem hilfst, naja. Hilfst du allen. Ja, vielleicht sollte May auch mit dem Bürgermeister mal ein Wörtchen reden. Oh, ich muss los. Danke nochmal für die Party und alles. Es bedeutet ihr viel. Verlass das Asyl. Von Yuri. Hör ich mir draußen an. Hey, Pete. Schön, dich zu sehen. Ah, hier ist Gloria. Peter, richtig? Deine Tante hat mir Babyfotos gezeigt. Ich heiße Gloria, ich bin neu hier. Spider-Man hat mich darauf gebracht. Oh, stimmt. Ich meine, toll. Wie gefällt es Ihnen? Ich mag die Leute. Ich könnte hier bleiben. Für eine Weile. Tja, wenn ich irgendwie helfen kann, sagen Sie einfach Bescheid. Sprachnachricht von Yuri. Untersuche das Auktionshaus. Dem Besitz abgewickelt wird, wurde ein stiller Alarm ausgelöst. Siehst du meine Hand? Unauffällig. Ich möchte kein Aufsehen erregen, falls es falscher Alarm war. Fisks Haushaltsauflösung. Klingt lustig. Was der Kingpin wohl in seinen Schränken versteckt hatte. Auf geht's zum Auktionshaus. Ich musste noch ins Labor. Tut mir leid. Schon gut. Ich wollte dir nur sagen, wie viel mir deine Worte bedeutet haben. Ich frage mich immer, womit ich dich verdient habe. Frag dich das nicht. Nach dem Tod meiner Eltern von Onkel Ben, ohne dich wäre ich so oft aufgeschmissen gewesen. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Peter. Ich wollte nur, dass du das weißt. Nee, ich weiß nicht, was... Ich glaube, Mr. Lee braucht mich. Ich muss los. Bis bald, Schatz. Hab dich lieb. Ich dich auch. Ach Mann, ey. Ich mag Tante May. Alle Einheiten. Mögliche Drogendeal gemeldet. Brauchen Leute im Central Park. Over. So. Den Turm nach vorne können wir eigentlich auch schon mal mitnehmen. Central Park abgeschlossen. Nice. So, auf geht's zur Mission. Oder vielleicht noch ganz kurz hier den Turm mitnehmen. Nehmen wir noch mal ganz kurz hier den Turm mit und dann gehen wir zur Mission.
So. So, jetzt aber wirklich auf die Mission. Töten Sie, wenn Sie mich bemerken. Ich muss Sie leise ausschalten. Juri, der Alarm war echt. Maskierte Schützen und eine Geisel. Sieht nach einem Raubüberfall aus. Verstanden. Ich schicke Einheiten. Sorgt dafür, dass die Situation nicht eskaliert. Alles klar. Ich muss leise sein. Die anderen dürfen mich nicht bemerken. Seht einer! Eingesponnen sehen sie irgendwie kuschelig aus. Ich sollte ihn von oben einspinnen. So. Oh, Vorsicht! Und so. Du bist jetzt mal ruhig. Da kommt jemand. Und tschüss. Werden langsam böse. Gegner mit Gefahrensymbolen sorgen dafür, dass du von Gegnern in der Nähe entdeckt wirst, wenn sie angegriffen werden. Ja. Komm. So. Hey, was ist das? Kamera. Die gehört definitiv. Keine Bewegung. Kumpel, ein Cent für jedes keine Bewegung und... MJ! Hey, Pete. MJ? Was machst du denn hier? Dasselbe wie du. Arbeiten. Zumindest bis eben. Oh, ich glaube, die gehört dir. Ja, danke. Also Robbie schickt dich zu einem Einbruch für den Bugle? Naja, Robbie weiß eigentlich gar nicht, dass ich hier bin. Und vor ein paar Minuten war es auch noch kein Einbruch. Aha. Ich werde es dir erklären. 15 Minuten zuvor. Entschuldigung? Hi, Mary Jane Watson. Ich berichte über Fisks Besitz. Hallo. Craig sagte, wir machen das morgen.
Ich bin der Zeit gerne voraus. Tja, ich nicht. Sie müssen morgen wiederkommen. Gut. Okay. Tut mir leid. Hey, Craig. Nein, tut mir leid. Wir brauchen wohl doch etwas anderes für unser Cover. Ich weiß nicht, vielleicht das Expressionistische? Wissen Sie was? Ich glaube, heute passt es doch. Sicher? Sie sind hier. Sofort ist immer am besten. Danke. Craig? Vergiss es. Alles gut. Fangen wir an. Sehen Sie sich um und machen Sie sich mit den Objekten vertraut. Ich warte bei der Baku-Statue auf Sie. Alles klar. Alles klar. Ach, MJ. Ich liebe MJ. Theatermasken, 18. Jahrhundert. Ich verstehe ja, warum Peter das macht, aber das Helden-hinter-Masken-Ding hat mir noch nie gefallen. Als Held sollte man doch eigentlich hinter seinen Taten stehen und sagen können, ja, das war ich. So eine Art Held wäre ich zumindest gerne. Eine Gruppe von No-Masken aus der Edo-Zelt. Am bemerkenswertesten ist Buaku, der Dämon mit den sorgenvollen Augen. Mhm. Was haben wir hier? Tatami-Rüstung, 15. Jahrhundert. Als großen Mann, der tat, was andere nicht tun würden. Der Typ hat sich gewaltig überschätzt. Angeblich getragen von einem mächtigen Samurai, der glaubte, dass der Zweck die Mittel heiligt. Was haben wir hier? Simkaria. War das nicht in den Nachrichten? Handgerollte Zigarren, 20. Jahrhundert. Luxusprodukt aus Simkaria, exklusiv für das Königshaus, handgefertigt. Was haben wir hier? Manchmal habe ich das Gefühl, als drehe sich die gesamte Weltgeschichte nur um ein paar Jungs, die sich verkleiden, um sich gegenseitig zu verprügeln. Tatami-Rüstung, 15. Jahrhundert. Angeblich getragen von einem jungen Ronin, der einen tyrannischen, unrechtmäßigen Herrscher herausforderte. Was haben wir hier? Fisk hat Peter damit bei ihrem ersten Kampf aufgeschnitten wie ein Würstchen. Pete konnte fliehen, ist halbtot bei mir zusammengebrochen und ich musste ihn mit Dads Auto in die Notaufnahme bringen. Der erste von vielen Auftritten als Schwester MJ. Zu vielen. Katana, 14. Jahrhundert. Eine Katana-Klinge, die Masamune zugeschrieben wird, Heft im frühen 19. Jahrhundert neu gewickelt. Was haben wir hier? Ich weiß noch, als Fisk mit dem Import illegaler Artefakte begann. Er hat den Hafen gekauft, um seine Spuren zu verwischen und die Mitarbeiter entlassen, so wie Dad. Ich wünschte, Dad könnte jetzt sehen, wie sich das Blatt gewendet hat. Samurai der Sengoku-Periode, 16. Jahrhundert, stellt höchstwahrscheinlich Yamamoto Kanzuke dar, den einäugigen Schwertkämpfer, der bekannt dafür war, das Recht auf seine eigene Weise auszulegen. Okay, hier war's das. Was haben wir hier? Dieses Bild kann ich nicht ertragen. Zu viel Spannung zwischen den beiden Figuren. Tapete, 17. Jahrhundert. Zeigt, wie zwei Neo-Wächter Miss Haku Kongo und Nara in Kongo. Was haben wir hier? Kyoto. So wunderschön. Ein Teil von mir würde am liebsten alles hinwerfen und um die Welt reisen. Aber mein Leben und meine Arbeit sind hier. Öllandschaft auf Seide, 19. Jahrhundert.
zeigt Reisen außerhalb Kyotos. Sagen Sie, wenn Sie anfangen möchten. Klingt gut. Ja. Lass mal noch ein bisschen umgucken. Was haben wir hier? Den Stock habe ich immer gehasst. Echt übel. Gehstock, 20. Jahrhundert. Ein sehr seltener emaillierter, mit Perlen und Juwelen besetzter Gehstock mit versteckten Funktionen. Mhm. Noch hier umgucken. Hier ist auch noch Zeug. Stimme aus der Unterwelt, hm? Die würde ich echt gern mal läuten. Bonsho-Glocke, 17. Jahrhundert. Der Legende nach könnte ihr Läuten aus der Unterwelt gehört werden. Raufschlagen, raufschlagen! Geht nicht. Das würde May gefallen. Ich vermisse May wirklich. Vase, 19. Jahrhundert. Balusterförmige Vase im Imari-Stil aus der Meiji-Zeit. Und wie viel bietet man für diese Sammlung von Abscheulichkeiten? Das Startgebot liegt bei 10.000 zerstörten Träumen. 10.000 zum ersten. Hm, kommt da noch was? Anscheinend kommt da nichts mehr. Na gut. So, dann gehen wir mal zu der Besitzerin. Als erstes ein Knaller. Ein einzigartiger Kakimon Baku. Wunderschön. Ist das ein Mifune? Ganz genau. Mr. Fisk hat einen guten Geschmack. Haben Sie ihn vor seiner Festnahme gut gekannt? In einem beruflichen Kontext. Ich habe viele seiner Verkäufe abgewickelt. Gehen wir doch weiter. Dieses exquisite Stück veranschaulicht den traditionellen Harashikomi-Tintenklecks-Effekt. Die beiden Nio sind sehr beeindruckend. Kein Wunder, dass Fisk dieses Stück gefallen hat. Das ist sein Stil. Er liebte die Dualität. Der Zerstörer schreit, aber der Schöpfer müht sich im Stillen. War bei den Verkäufen, die Sie abgewickelt haben, jemals etwas illegal? Nein. Nein, natürlich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Hier die filigranen Goldintarsien dieses zeremoniellen Teeservice. Ein Freund beim Bezirksanwalt erwähnte, dass Fisk über Kunstverkäufe gestohlene Waren veräußert. Davon würde ich sicher nichts wissen. Oh, natürlich nicht. Ich frage mich nur, ob Ihnen nach seiner Festnahme im Nachhinein etwas seltsam vorkommt. Wissen Sie was? Meine Zeit wird langsam knapp. Warum machen Sie nicht schon mal das Coverfoto? Als ich meinem Freund gesagt habe, dass ich über sie berichte, meinte er, ihr Name käme ihm bekannt vor. Nur das Foto bitte. Stellen Sie sich dahin. Sind Sie sicher, dass Sie mir nichts über Fisks Aktivitäten sagen möchten? Vielleicht ganz im Vertrauen? Ich glaube, Ihre Leser würden sich nicht interessieren für... Verdammt, warten Sie hier bitte. Oh, Moment. Ich kenne diese Statue. Ich muss ein Foto machen. Die dürfte eigentlich nicht hier sein. Hallo? Craig, ich rufe Sie zurück. Meine Liebe, ich denke, Sie sollten gehen.
Oh, könnte ich kurz die Toilette benutzen? In Ordnung. Folgen Sie mir. Danke. Hier ist es wirklich schön. Ja, und Sie werden diesen Ort nie wiedersehen. Die Damentoilette ist um die Ecke. Beeilen Sie sich. Natürlich. Ich bin sofort wieder da. Hallo, Craig. Komisch, dass Sie anrufen. Weil Ihre Reporterin nicht die Lobeshymnen singt, die wir vereinbart hatten. Nein, sie ist jetzt hier. Ich muss in das Hinterzimmer. Wenn die Statue das ist, was ich denke, wird das eine riesige Story. Was meint man? Damit, er musste umplanen. Leise. Wenn sie nicht Ihre Reporterin ist, wer ist sie dann? Boah, nicht. Noch nicht. Wer ist in meinem Auktionshaus? Komm, dreh dich um. Oh mein Gott. Nein, ich vertraue Ihnen überhaupt nicht. Doch, okay, gut. Als erstes werde ich das Fräulein Enthüllungsjournalistin festnehmen lassen. Und danach werde ich Ihnen den Kopf abreißen, Craig. Mist, sie ist sauer. Ja, das ist eine Drohung. Aha. So. Pete hat mir davon erzählt. Fisk hat darin Beweise versteckt. Warum haben die Cops sie hier gelassen? Ich weiß, dass man sie öffnen kann. Aber wie? Er hält etwas in der Hand. Die Statue ist beweglich. Die gebräuchlichste Pose ist verborgene Kraft. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. Eine bewegliche New Wächterstatue, 15. Jahrhundert, japanisch, 45.000 bis 60.000 Dollar, die wegen ihres modularen Designs und der 5 Gelenkpunkte bemerkenswerte Statue kann eine Vielzahl von Posen einnehmen. Die gebräuchlichste ist die von Naraen, Kongo, Mund geschlossen, linke Arm unten, rechte Handfläche weist nach vorn. Diese latent machtvolle Pose vermittelt den Wechsel und das Chaos, das aus kleinen Ereignissen entstehen kann. Dahinter ist der Neo, aber er sieht anders aus. Vielleicht lässt sich das bewegen. So. Sehr schön. Fast. Aber okay. Ein Teil fehlt. Was hält er da nochmal? Seine Hände ist etwas. Aber was? Die habe ich schon mal gesehen. Das. Ja. Nice. Was ist das? Teufelsatem. Was ist Teufels... Was zum... Entschuldigung, Sir. Sie dürfen nicht... Ja. Nicht gut. Wo ist die Statue? Da drin. 文件找出来。 Ich wollte gerade zum Ausgang, als ich dich sah. Du hast Glück, dass du noch lebst.
Sagt der Kerl, den ich vor 5 Minuten gerettet habe. Hey, wer immer die Typen mit den Masken sind, sie wollen die Akte. Aber ich komme nicht hier raus, solange es hier von diesen Typen wimmelt. Gut, okay. Du versteckst dich da. Ich schalte die bösen Jungs aus. Du verschwindest, wenn die Luft rein ist. Hört sich gut an. Schön, dich zu sehen, Pete. Ja, gleichfalls. Obwohl ich mir unser Treffen anders vorgestellt habe. Lustig. Ich habe es mir genauso vorgestellt. Hat sie ein neues Parfüm? Konzentrier dich, Pete, konzentrier dich. Shindong! Ja, okay, natürlich. Ich sollte die Typen ausschalten, bevor ich weitergehe. Da ist ein Bescheid. Okay, Pete, ich habe mich vorne versteckt. Gib mir ein Zeichen, dann fliehe ich. Alles klar, worum geht es in der Akte? Was steht drin, dass die Typen sie unbedingt haben wollen? Notizen über etwas namens Teufelsatem. Fisk sollte ein geheimes Forschungslabor dafür bauen. Und was immer dieser Teufelsatem ist, Fisk hatte Angst davor. Er nennt ihn Büchse der Pandora. Fisk und Angst. Wir müssen dich und die Akte hier rausbringen. Moment. Ja, ist sicher. Das war's. Komm, gehen wir einfach rein hier. Und schalten die Gegner aus. Scheiß auf Geheimtürerei. Okay. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Das war sehr dumm. Das sehr dumm. Das war sehr, sehr dumm. Schalte die Gegner lautlos aus. Ja, das habe ich nicht gelesen. Egal, scheiß drauf. So. MJ. Geht doch. Echt uncool, die Geiselnahme, Jungs. Wow, was ist das für ein glänzendes Zeug auf euren Händen? Seid ihr Geister? Habt noch nie mit einem Geist gekämpft. Okay, ich habe gegen Gespenster gekämpft. Aber technisch gesehen sind Gespenster keine Geister. Whoa. Alle Geister sind Gespenster, aber nicht alle Gespenster sind Geister. Versteht ihr? Ah, das scheint irgendwas mit Energie zu sein. Nichts Geisterhaftes. Alles okay. Gegen einen Geist kämpfen bleibt also auf meiner Wunschliste. Ah, da sind da noch welche. Autsch. So. Puh, das war ein hartes Training.
Sieht antik aus. Ich glaube, ich kenne jemanden, der mir was über die Herkunft sagen kann. Aber das kommt später. Ich habe mit Craig gesprochen. Sie sind gar nicht seine Reporterin. Sie arbeiten nicht mal für Heritage Arts. Habe ich nie gesagt. Hi, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Sie werden kein Wort darüber schreiben, was hier vorgeht. Fürs Protokoll. Was wissen Sie über die Akte, die gestohlen wurde? Das gar nichts. Was ist mit der heißen Ware, die Fisk hier im Auktionshaus angeboten hat? Ihr Herausgeber wird von unserem Anwalt hören. Mix? Ach, als wäre das letzte halbe Jahr nie gewesen? Ist Mix eine Pizzeria? Keine Ahnung, aber zum Glück gibt es noch diese Pommes. Absolut. Die besten in der Stadt. Also, wie läuft's beim Bugle? Tja, gerade kam eine wütende Nachricht von Robbie wegen meiner sogenannten Eskapaden heute. Also muss ich wohl wieder zur Rechtsabteilung. Mal wieder. Ah, wenn er den Artikel liest, den du schreibst, wirst du befördert. Also, die gruseligen Maskenjungs. Wie siehst du das? Ganz normale Härte in der Stadt. Wie siehst du das? Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Lass uns nicht nur über den Job reden. Wie geht es dir denn? Hast du die Beförderung bekommen? Nein, aber wir stehen kurz vor einem großen Durchbruch. Du weißt, dass Oscorp dich sofort einstellen würde. Ein Anruf bei Harry... Klar, aber Dr. Octavios Arbeit wird Millionen helfen. Ich bin genau da, wo ich sein möchte, da, wo ich sein sollte. Das klingt ja fast, als wäre es dir wichtiger als dein anderer Job. Das sind ja völlig neue Töne von dir. In 6 Monaten kann sich viel ändern. Warum sind wir beide hier, Pete? Naja, ein Essen unter Freunden. Freunde. Das sind wir also. Wäre doch schön, also, wenn du es auch möchtest. Wir haben nicht gerade Glück im Gepäck. Ja, schon, aber... Ist das so schlimm? Ich meine, im Gepäck sind doch auch schöne Sachen wie, wie Geld und Schlüssel und Himbeerlippenbalsam. Weißt du noch, warum wir uns getrennt haben? Das ist eine Fangfrage, stimmt's? Nochmal Glück gehabt. Reden wir später. Geh schon. Stanley. Schön, euch wieder zusammenzusehen. Ihr wart schon immer meine Lieblinge. Ach man, ey. Schönes Cameo von Stanley. Hey, ich bin's. Was oh, Schocker. Schocker? Ist der nicht auf Bewährung? Tja, hat wohl nichts gebracht. Keine Angst, Herman ist eine Pfeife. Den habe ich vor dem Bettunfall wieder in Rikers. Ich war gerade essen mit meiner Ex, nachdem ich sie vor maskierten Kriminellen gerettet hatte. Und jetzt vermöble ich einen Irren, der Leute schockt und ausraubt. Was für ein herrlich normales Leben, Peter Parker. Ach man, ey. Schönes Cameo von Stan Lee. Und Peter und MJ. So ein süßes Pärchen, muss man einfach sagen. So, wollen wir nochmal ganz kurz hier ein paar Nebenaktivitäten machen, würde ich sagen. Und Schocker gibt's dann beim nächsten Mal. Mir ist das egal, aber wenn die Fachkommission noch einmal kommt, keine Sorge, Doc. Ich achte darauf, nichts liegen zu lassen. Aber ich weiß, dass mein Freund ihre Hilfe zu schätzen weiß. Es gibt viele Leute, die ihn nicht mögen. Dieser Hanswurst Jameson und seine Schafherde? Bitte. Menschen, die Großes auf dieser Welt vollbringen, lassen sich von Tyrannen wie ihm nicht aufhalten. Menschen wie wir. Sagen Sie was, Doc. Bis bald. MJs Artikel.
MJ hat diesen Artikel in der Schülerzeitung über Studentenproteste geschrieben. Sie war schon damals eine tolle Journalistin. Fünf von 55 Rucksäcken. Okay. Lincoln Center. So. Hier das Fisk-Versteck. Captain, ich beobachte eine Baustelle von Fisk und die ganze Ausrüstung hat eine Staubschicht. Ist die da nur zur Show? Das ist mein Tipp. Ich sehe mir das genauer an. Wenn die glauben, der Boss hält im Knast die Füße still, dann kennen sie den Boss nicht. Drei lautlose Takedowns. Zehn Gegner werfen. Okay, erstmal, ich würde sagen, ich mache einfach nur die lautlosen Takedowns. Oder vielleicht schaffe ich auch das andere. So. Zack, das haben wir. Und jetzt. Noch nicht voll rein, würde ich sagen. Der ist noch in Gefahr. Hallo? Sicher. Hey André, Lust auf Nudeln zum Feierabend? André? Was ist das? Tun die Füße weh. So. Alle Augen offen halten! Spider-Man ist hier! Und Welle 2. Fisk ist egal. Okay, jetzt haben sie mich sowieso. Hey, das ist nicht fair! Ach, Objekte! Objekte werfen! Ich hab's falsch gelesen. Dann wird's ein Kinderspiel. Enden wir das. Will dein Kopf. Noch fünf. Noch fünf Sachen. Noch vier. Dritte Welle. Sorry, aber die Gratis-Donuts sind leider aus. Das macht nicht einschüchtern. Nicht in ihn. Zack. Noch zwei Sachen. Ob tot oder lebendig, Fisk ist egal. Ich brauch noch zwei Sachen, komm schon. Ich hab was für dich. An der Stelle würde ich weglaufen. Er wird schwächer. Da war doch gerade was. Hier. Eine Sache noch. Jawohl, das haben wir. So, jetzt schalte ich dich alle aus. Welle 4. Der Winterschlussverkauf hat noch nicht begonnen. Nicht sagen. Sie verstecken Drogen im Beton. Das glaube ich auch. Wir brauchen einen begründeten Verdacht, um das bestätigen zu können. Den bekommst du. Los, Jungs! Beenden wir das! Welle 5. Nicht drängeln! Yo, ich kümmere mich um jeden persönlich. Das wird ein mieser Tag für dich. In der Luft kriege ich ihn nicht.
Ob tot oder lebendig, Fisk ist egal. Autsch. Was zur Hölle war das? Los, Jungs! Beenden wir von hier noch mehr! Verstehe. Letzte Welle. Okay, ich wollte böse Jungs einspinnen und Sprüche klopfen, aber mir fällt echt nichts mehr ein. Kann man diesen Typen aufhalten? Komm runter und kämpf wie ein Mann. Oh, fuck. Runter! Jetzt gibt's auch was. Yo! Nochmal, ey. Fuck, Mann. Scheiße, mein Gott. Willst du mich verarschen? Nacht. Einfach nicht geschafft habe. Es kann doch nicht so schwer sein, ey. Meine Güte. Ich habe ein komisches Gefühl. Wir holen besser ein paar Jungs hoch. Da, wenn ich da absuche. Welle Nummer 2. Fälle Nummer 3. Aber die Gratis-Donuts sind leider aus. Wenn es im Bett bleiben soll. Wie macht er das? Mieser Tag für dich. Ganz locker! Der Winterschlussverkauf hat noch nicht begonnen! Ach, hier was gefasst! Spider-Man, die Baustelle hat Beton anliefern lassen, mit dem man 2 Wolkenkratzer bauen könnte. Warte, nicht sagen! Sie verstecken Drogen im Beton! Das glaube ich auch. Wir brauchen einen begründeten Verdacht, um das bestätigen zu können. Den bekommst du! Oh, komm schon! Fünfte Welle. Nicht drängeln, ich kümmere mich um jeden persönlich. Verdammt!
Eine Sache muss ich noch werfen. Jawohl, das haben wir wieder. Sehr schön, yo! Okay, ich wollte böse Jungs einspinnen und Sprüche klopfen, aber mir fällt echt nichts mehr ein. Yo, was? Willst du mich verarschen? Yo, dann halt nicht. Tschüss. Dann hole ich mal halt hier den Turm. Was soll der Scheiß, Alter? Junge, Junge, Junge. Holen wir uns noch hier die beiden Türme und dann war's das fürs Erste wieder, Freunde. Schnauze Jameson. Auf geht's zum nächsten Turm. Madison Square Garden. Wenn Spider-Cop sich darum kümmert, wird der Job auf Biegen und Brechen. Nein. Sie würde es nie zugeben, aber der Chief kann sich für Spider-Cop langsam erwärmen. Seine lässige Missachtung jeglicher Vorschriften war höchst erfrischend. Das würde sie noch merken, eines Tages. Oh Mann, ey. So. Hell's Kitchen abgeschlossen. Moment mal. Hell's Kitchen? Ist das nicht das Gebiet von Daredevil? Alle Einheiten, 1034, Verdächtige möglicherweise bewaffnet. Benötigen Officer vor Ort in Clinton. Es ist natürlich die Frage, wo die, wo das Dings ist mit Matt Murdock und Foggy. Clinton Mission Asyl. Oh, Freunde, wo wir jetzt gerade im Gebiet sind, bevor wir jetzt die Folge beenden und den Rucksack holen. Wie fandet ihr die Daredevil-Serie, die ja erst auf Netflix war? Und bei Netflix waren ja dann die Marvel-Serien alle weg und sind da dann zu Disney Plus gekommen. Wie fandet ihr diese Serie? Ich fand Daredevil mega geil. Charlie Cox als Daredevil, als Matt Murdock, wirklich top. Yo, das könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben.
was ihr zu der Daredevil-Serie sagt, falls ihr die gesehen habt. Ja. So, holen wir uns noch hier den Rucksack. Gesprungene Linse. Als Vulture meine Augenlinse zerbrochen hat, war ich fast blind. Das war ein Alarmsignal. Hab auf ein härteres Material aufgerüstet. Okay, Freunde. Schocker. Spüren wir beim nächsten Mal auf. Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal wieder fürs Erste mit Spider-Man in der Remastered-Version auf der PlayStation 5. Wenn euch der neue Part gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo. Ich will da oben rauf. So. Also Freunde, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, ein Abo da lassen, aktiviert die Glocke. Und dann hört man sich beim nächsten Mal wieder zu Spider-Man in der Remastered-Version auf der PlayStation 5. Haut rein, Soccerball, Game Over. Ciao.